Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wettervideo. Nicht am Strand von Maspalomas, aber in Maspalomas. Ja, ein herrlicher Sonnenaufgang heute. Um 7.50 Uhr. Jetzt ist es 8.22 Uhr am 22. September 2022. Ja, eine kleine Runde gehen wir. Jetzt hier der Blick in die Berge. Nochmal hier zum Sonnenland. Und hier über den Hausdach auf der Terrasse, wo ich jetzt stehe, da sieht man neben der Antenne, das müsste der Roque Nublo sein. Ja, hier der Blick, auch wieder Sonnenland, aber das ist schon die Ecke Meloneras, Maspalomas. So, die Wetterdaten. Hochwasser ist um 12.16 Uhr, Niedrigwasser um 18.35 Uhr, Sonnenaufgang 17.50 habe ich erwähnt und 19.58 Uhr Sonnenuntergang. Also nun sind die Tage schon merklich kürzer. Ja, wir hatten ja gestern eine Geburtstagsfeier und das war sehr schön, alles gut organisiert, Spitzenessen und guter Service. Ja, und das war ungefähr so 15, 20 Autominuten hier von Maspalomas entfernt. Ich hänge euch dieses Video hinten mit dran und dann wisst ihr, um was es geht. Und ja, da kam uns eine Idee und jetzt seid ihr gefragt, die Frage an euch, an die Besucher von Gran Canaria, an die Kanalmitglieder davon, die ja regelmäßig kommen. Und vielleicht Interesse haben, mal eine geführte Tour zu machen. Da gibt es eigentlich nur zwei Fragen. Besteht Interesse, dass man da eine Abholung hat, mehrere Punkte hier? Ich sag mal, in Playa de Ingles, beziehungsweise auch in Maspalomas und von dort aus dann in die Berge fährt, nach Ayagaos und dann eben ein Essen bekommt, Tapas, und der Wirt hat gesagt, er würde also Tapas-Platten machen. Alle Köstlichkeiten, die es auf den Kanaren gibt, warm und kalt, und Vorspeise, Hauptspeisen, also sind ja in dem Sinn die Tapas. Und dann auch die Getränke dazu und Nachspeise und das alles für einen Festpreis. Und der Transport, ja, der müsste organisiert werden. Denn er hat gesagt, mit dem Taxi kostet die Fahrt einfach für zwei Personen oder vier 15 Euro. Also das sind schon 30 Euro, wenn man hin und zurück fährt. Und das ist doch ein bisschen viel. Aber ich kalkuliere mal so, für 35 Euro pro Person könnte man das Essen und die Fahrt organisieren, wenn es mehrere sind und man mit einem kleinen Bus fahren kann. Das war nur eine Idee, ein Gedanke. Ich werde das nicht organisieren. Ich werde mit dem Horst sprechen, und zwar das Reisebüro, und werde ihm dann meine Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, mitteilen. Und wenn der das machen kann, dann macht er das. Aber erstmal die Frage, Abholung wäre dann etwa so gegen 18 Uhr, dass man schon um 19 Uhr zum Essen kommt, weil sonst ist es ja auch im Winter immer ein bisschen spät. Also sagen wir so, die Abholung 17.30 Uhr, 18 Uhr und dann das Essen 19 Uhr. Ja, und dann die Rückfahrt 21, 22 Uhr. Und ja, dann schreibt ganz einfach, ob da Interesse besteht, ob jemand das machen möchte. Und dann kann man ja vielleicht ein paar Erfahrungswerte sammeln. So, das ist jetzt der Eindruck hier vom Barranco.
Luftfeuchtigkeit über 80%. Und der Wind soll auffrischen heute bis auf 26 Stundenkilometer. So, und mit diesen Wetteraufnahmen und Informationen, da verabschiede ich mich dann und sage, ja, bis zur Realität oder zum nächsten Wettervideo. Hasta luego. Ja, und wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir auch gleich mal das auf hier, unser Abendausflug in den Bergen. Und wo wir hier sind, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Ich zeige es euch aber auch gleich. Im Ayagaurestal, Restaurant, Tapas Bar, Typico Canario, La Cuevita. Wir haben schon mal einen Bericht hier gebracht, einen ausführlichen. Hier sind alle zu Hause, die die kanarische Küche lieben. Ja, es ist sehr ländlich. Man fährt etwa 20 Minuten. Und so sieht das hier aus. Mit einer Höhle. Wir haben heute reserviert. Wir haben hier ja Geburtstagsfeier vom Horst. Und wir haben hier reserviert in der Höhle. Man kann zu jeder Jahreszeit eigentlich drin und draußen sitzen. Die Höhle ist angenehm kühl. Dann gibt es eine Dachterrasse, eine überdachte Terrasse, eine offene Terrasse und eine Chill-Out-Terrasse. Also alles, was ihr jetzt hier oben seht, kann man auch benutzen, für Feierlichkeiten mieten, beziehungsweise auch ohne Reservierung hier vorbeikommen. Ja, mitten in der Natur. Die Gerichte könnt ihr auf der Karte nachlesen. www.lacuevitaayagaures.com. Und da habt ihr dann auch wirklich alles, was es hier so gibt. Das war jetzt ein bisschen schnell. So, hier nochmal der Blick von oben, da ist auch ein Geburtstag, hier wird gefeiert, hier ist eine Gruppe auch reserviert und da sind viele Kinder, ich nehme an, Kindergeburtstag. So, das ist jetzt hier der Außenbereich. So, und das ist die Höhle hier. Und hier die Bar, die Küche. Ja, und wir sind einen Moment draußen und bewundern die Natur. Und jetzt kann ich euch die Höhle nochmal richtig zeigen hier, was hier ja alles so geboten wird. Und ja, das ist unser Tisch hier. Da können jetzt insgesamt 10, 14, 16 Personen haben hier richtig gut Platz in dieser Höhle. Und man kann hier gut sitzen und ja, auch feiern und den Abend genießen. Also gemütlicher kann man nicht sitzen. Aber die Aussicht draußen ist auch wunderbar und das zeige ich euch jetzt nochmal. Wir gehen ganz einfach nochmal nach außen. Wir haben auch hier nochmal den Blick hier in die Küche. Der Chef, der gerade Bestellung aufnimmt. Ja, und so ist es alles schön beleuchtet hier. So sieht es hier am Abend aus. Der Geburtstag hier ist auch, nein, noch nicht im vollen Gange. In Spanien dauert es alles etwas länger. Die Gäste kommen gerade soeben. Ich sehe das auch. Kindergeburtstag am späten Abend. Das ist hier ganz normal. So wird hier gefeiert, denn
Es ist ja nicht nur ein Kindergeburtstag, sondern auch ein Treffen für die Familien. So, also ihr könnt sehen, hier ist man gut aufgehoben und vor allen Dingen die Preise. Richtig zivilisierte Preise. Und das Ropa Vieja, das ist so ein kanarisches Nationalgericht. Eigentlich Vorspeise, aber ausreichend für drei Personen, kostet 5,80 Euro als Vorspeise. Kann man sich ohne weiteres teilen. Also, so, hier ist jetzt richtig was los. Und ich gehe jetzt wieder nach innen. Ich werde mich jetzt auch gleich verabschieden. Mit diesem Blick hier in die Berge nochmal. Und vielleicht kommt ihr hier mal ja vorbei. Es sind 20 Minuten. Ich sage hasta luego.